Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben die erste Nacht in der neuen Wohnung verbracht und gestern war ja unser Hauptumzug, das habe ich bestimmt schon mal irgendwie erzählt. Und wir hatten eine sehr ruhige, entspannte Nacht und ich werde euch dann gleich mal zeigen, wie es hier alles aussieht. Also es ist jetzt so gut wie alles da, was wir an Möbeln und so weiter haben. Aber es wurde noch nicht alles angebracht, aufgeräumt, ausgepackt, was weiß ich. Daran werden wir uns jetzt heute Vormittag machen und ich kann schon mal sagen, also unsere Küche zum Beispiel, die ist ja noch nicht ganz vollständig, aber das, was schon da ist, das sieht so cool aus. Ich finde es so schön. Ich freue mich riesig. Genau, und ihr seht jetzt bestimmt ein paar Auspack- und Räumzeitraffer. Wenn es fertig ist, dann zeige ich euch alles. Zeit vergangen und ich zeige euch jetzt mal, wie es überall aussieht. Ich drehe am besten die Kamera dazu. Im Schlafzimmer ist der Schrank jetzt komplett eingeräumt. Dieser Spiegel hier, der kommt hier an die Wand vor diese Heizungsklappe, weil die ist echt hässlich und da kommt der Spiegel noch hin. Genau, das steht an seiner Position, das steht an seiner Position hier. So, dann haben wir das Bild. Das wird hier so, wenn man hier so mittig dann geht, hier oben aufgehängt. Aber heute Sonntag, wir dürfen nicht bohren. Das Bild kommt in Karls Zimmer und das ist noch ein Stück hier vom Kleiderschrank. Das hier packen wir alles mal noch aus. Und hier ist auch noch ein bisschen Ramsch. Aber die Lampe müssen wir noch über dem Esstisch anbringen und der Rest muss nur noch weggeräumt werden. Hier ist gestaubsaugt. Ansonsten ist hier nämlich jetzt alles fertig. So, nimm mal das Bobbycar bitte hier raus. Das Kinderzimmer. Nee, komm mal mit. Ich zeige jetzt dein Zimmer. Das wolltest du doch vorhin. Ja. Das Kinderzimmer ist soweit auch fertig. Der Schrank ist weitestgehend eingeräumt. Dann haben wir hier das Bett, die Kinderküche. Und die Position des Teppichs wollte ich wahrscheinlich nochmal irgendwie verändern. Das Regal steht jetzt dadurch nämlich ziemlich schief und das gefällt mir irgendwie nicht so. Diese ganze Ecke hier hinten, da kann man bestimmt noch was umstellen. Das Regal ist noch nicht angeschraubt, eine Kiste fehlt noch. Genau, und hier ist erstmal der Tisch, aber wie gesagt, hier kann man alles auch umstellen. Der Wickeltisch ist nicht mehr da, weil wir jetzt am Projekt trocken werden sind und da brauchen wir diesen Wickeltisch nicht mehr. Genau. Im Flur, da ist jetzt noch ein bisschen Chaos, wo ich jetzt stehe, kann ich euch aber auch zeigen. Hier, da kommt, also diese Bretter hier kommen noch in Müll, die Kiste kommt in den Keller, das Werkzeug wird noch weggeräumt, die Kisten hier bringt Tim auch noch weg. Das ist eine der wenigen Kisten, die noch ausgepackt werden müssen. Da ist Deko von Karl drin und hier hinten sind nur leere Tüten und Taschen und der Staubsauger. Das haben wir erstmal alles da reingeworfen. Genau, der hier wird hier wahrscheinlich seinen festen Platz kriegen. Dahinter ist die Dose, vom, wo der Router angeschlossen wird. Der steht da dahinter oder so. Mal gucken. Im Badezimmer. Die erste Waschmaschine ist vorhin schon gelaufen. Genau, da habe ich jetzt auch alles ausgepackt, alles ausgeräumt, alles hingestellt. Das ist noch Müll, das ist Müll. Das Sofa ist jetzt vollständig und die Ecke so gut wie vollständig. So, und das, was ich euch noch nicht gezeigt habe, ich blende jetzt eben nebenbei eine Szene vom Balkon ein, da wollte ich jetzt nicht so... also rumgehen und so, ja, hier ist dies und jenes, weil hier ich mich ein bisschen beobachtet gefühlt habe.
Ich zeige euch jetzt noch die Küche und erkläre euch, was da jetzt noch fehlt. Aber das, was schon da ist, ist schon ziemlich, ziemlich cool. Also, was schon am Platz steht, ist der Kühlschrank und die Mülleimer und das Waschbecken. Hier wird, wir wissen noch nicht, was da hinkommt. Eigentlich wollten wir einen Unterschrank bestellen von IKEA, weil der ist nicht verfügbar. Der ist noch nicht angeschlossen, steht aber schon am Platz. Der steckt mittlerweile, ist gerade dabei abzukühlen, also auf seine Temperatur zu kommen. Die hier wird da wahrscheinlich auch nicht stehen bleiben. Hier oben kommen Hängeschränke hin von IKEA. Was machst du da? Hier. Kann man wieder hier raus? Ach so, wir klauen. Okay. Hier hinten steht noch ganz viel Zeug. Da wird ein Restmüll einmal hinkommen oder wir stellen den hier hinter die Tür, mal sehen. Jedenfalls haben wir eine neue Arbeitsplatte. Sie ist wunderschön, sie ist matt schwarz. Ich muss die mal irgendwie aus der Ferne zeigen. Ich finde es total schön so. Jedenfalls werden die Hängeschränke in derselben Farbe. Und falls irgendwann dieser Unterschrank noch lieferbar ist von IKEA, dann gibt es den auch noch in derselben Farbe. Dann kommt dieses Bein hier nämlich ab und dann kommt hier noch so ein Schrank hin. Die steht da jetzt auch nur übergangsweise, die bleiben da, Papier und Plastik. Und wie gesagt, wir holen noch einen Mülleimer dafür. Das hier wird alles noch irgendwo untergebracht. Das steht erstmal nur da. Der ist auf jeden Fall schon angeschlossen. Sonst noch irgendwas? Hier bei der Ecke haben wir noch ganz viel Platz und wissen noch nicht, was wir damit anstellen sollen. Genau. Wir haben noch einen zweiten Wäscheständer bestellt, weil der doch ziemlich klein ist mit 13 Meter Aufhängelänge sozusagen. Ach so, und für die Türen müssen wir, die Türen seht ihr jetzt gar nicht, für diese Türen da, also diese Glas, da müssen wir ins dänische Bettenlager und nochmal Plissés holen. Genau, aber ansonsten ist es echt schon, also dafür, dass wir gestern eingezogen sind, das ist schon sehr, sehr fertig und alles benutzbar. Waschmaschine ist jetzt schon zum zweiten Mal durchgelaufen. So, neuer Tag. Ich stehe vor dem angeschlossenen Herd. Wir können jetzt also kochen. Dementsprechend machen Karl und ich jetzt einen fetten Wocheneinkauf. Wir sind schon super motiviert und genau, füllen den Kühlschrank und alle Vorräte, alles, was wir jetzt brauchen. Wir haben ja nichts. Wir haben nichts zu essen, also doch, wir haben schon was, Karl isst gerade zum Beispiel Müsli und so, aber wir haben gerade nichts Frisches und so, weil der Kühlschrank ja gestern erst angemacht wurde und gestern war Sonntag, da konnten wir natürlich nicht einkaufen gehen. Wir fahren jetzt fett einkaufen. Ich kann eigentlich nachher mal einen kleinen Supermarkt-Haul machen, weil das wird jetzt ein richtig fetter Wocheneinkauf, wo wirklich mal alles mit bei ist, weil wir halt wirklich nichts da haben und so. Und da kann ich gerne gleich noch, wenn wir wieder da sind, einen Haul machen und das euch alles mal zeigen. Und dann kann ich kochen. Oh mein Gott, wie lange habe ich nicht mehr gekocht? Letzte Woche haben wir den Kühlschrank leer gegessen. Es war nur noch so Restevernichtung. Und jetzt am Wochenende nicht und so. Ja, jedenfalls gehen wir jetzt einkaufen. Ich bin motiviert. Ich habe auch schon lange nicht mehr einen großen Wocheneinkauf gemacht, muss ich sagen. Es war jetzt immer noch so Kleinigkeiten. Irgendwas, was dann auch gleich alle wird und so. Genau. Ich zeige euch jetzt, was ich eingekauft habe. Am besten als erstes die gefrorenen Sachen. Hier sind auch schon zwei verschwunden. Eins ist Karl gerade und eins hat er im Auto direkt gekriegt nach dem Einkaufen, weil er sich so gut benommen hat und ich ihm versprochen hatte, wenn es super klappt, dann kriegt er was. Genau, wir haben noch weitere gefrorene Sachen. Einmal normale Pizzen, eine vegetarische Pizza. Das ist auch noch gefroren. Und irgendwas ist aber noch verschollen. Ich habe noch was Gefrorenes. Also, wir haben zweimal Kaiserbrötchen und ein Toast. Und irgendwo sind auch noch normale Brötchen. So, dann haben wir noch Kartoffeln, einen Stracciatella-Joghurt, eine Butter, die werde ich einfrieren. Ich habe immer ein gefrorenes Stück Butter da, falls ich mal kurzfristig was backen möchte. Mozzarella. Ein Nutella, das ist jetzt beim Umzug leer geworden, weil wir ohne Kühlschrank eigentlich viel Brotbelags-Auswahlmöglichkeiten hatten. Hier sind die anderen Brötchen. Das ist so gemischt mit Körnern, das ist eigentlich immer ganz lecker. Milch. Ich musste jetzt den Kaffee mal ohne Milch trinken, jetzt ist die Zeit endlich wieder vorbei. Und dann habe ich das hier gekauft. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es war im Angebot und es sah lecker aus. Eine Dose Mais, ein Frischkäse. Irgendwie ja, irgendwas mit Schoko, ne? Ja.
Süß. Eine Kaki. Unser Obstnetz hängt noch nicht. Ich weiß nicht, wo ich gleich das ganze Obst hin platzieren werde. Dann einen Erdbeerjoghurt, ein Käse, einen Knoblauchfrischkäse. Der ist richtig lecker. Leider ist da so wenig drin und der hat irgendwie keinen Deckel. Keine Ahnung, aber ist sehr lecker. Salatkräuter. Und dazu gehöre ich natürlich auch einen Salat. Dann ein paar Bananen. Karl und ich haben gerade so ein Milka-Ding probiert. Sehr lecker. Tzatziki haben wir noch geholt und Reibekäse. So. Den Reibekäse werde ich vermutlich auch einfrieren, um immer einen da zu haben. Wir haben das Ganze noch als Oreo-Variante. Eine Dose Pilze, Eier, einen Kohlrabi, eine Dose Mandarinen, Kochsahne bzw. Schlagsahne, aber die kann man auch einfach zum Kochen nehmen. Ist ja nur wegen des Fettgehaltes zum Aufschlagen. Eine Cola. Die trinkt fast nur Tim, weil wenn ich sag mal, nach 13 Uhr Cola trinke, kann ich nachts nicht schlafen. Sowas hier, wenn es mal schnell gehen muss. Für mich meistens. Noch eine Kochsahne, Gurke und Lauchzwiebeln. Moment, ich sortiere hier gerade völlig falsch. Ich sortiere nach Kühlung und Nichtkühlung. Noch eine Kochsahne und einen Pudding. Noch ein Pudding und Hühnchengeschnetzeltes. Das ist noch haltbar bis zum Freitag. Heute ist Montag. Friere ich es ein oder friere ich es nicht ein? Ich habe da immer so Angst, dass es schlecht wird. Eine Remoulade, ein Rasierschaum. Ich muss hier noch eine neue Kategorie eröffnen gerade, sehe ich. Dann habe ich einen Karamell Macchiato. Ja, habe ich. Einen Fleischsalat. Joghurt mit der Ecke. Augenpads. Dann habe ich Fixtüten, die ich vermutlich nicht so verwenden werde, wie es draufsteht. Obwohl, hierfür habe ich theoretisch alles gekauft und hierfür habe ich auch alles gekauft, aber mehr oder weniger zufällig. Dann haben wir bald eine kleine Feierlichkeit, dafür habe ich ein bisschen Weißwein geholt. Seht ihr gleich, ist nicht der einzige, aber ich kenne mich halt überhaupt nicht aus, deswegen kaufe ich einfach irgendwas Günstiges und wenn es schmeckt, versuche ich es mir zu merken. Tortellini, noch eine Tortellini. Windelhöschen, das sind die anderen beiden, den hier hatte ich schon mal, ich erinnere mich nicht mehr, wie er geschmeckt hat, deswegen keine Ahnung. Mini-Kroketten, noch mehr Augenpads, noch einen Joghurt mit der Ecke, noch einen Frischkäse, ein Duschbad, das riecht so gut, Vanille-Kokos, also ich habe das da durch die Maske durchgerochen, das war, hat so gut gerochen. Ein Tipp-Ex, noch so eine Tüte, ist dieselbe wie die andere, weil da ist in einer mal so wenig drin und einen Mozzarella, so. Erste Tüte ist komplett leer. Ich muss bloß erstmal wieder alles in den Kühlschrank räumen. Einen Orangensaft, ein Eiskaffee, eine Mini-Wassermelone. Die finde ich schöner so als die großen. Weil von den großen, wenn du dann die nicht so komplett auf isst, dann habe ich auch mal Angst, dass es schlecht wird. Noch eine Milch, noch eine Cola, noch eine Milch. Jetzt weiß ich, warum die Tüte so schwer war. Noch ein O-Saft, ein Knoblauchbaguette, ein Mangosaft. Ein Weichspüler, der riecht auch ultra gut. Die haben ganz schön gelitten, die müssen gleich ins Gefrierfach. Das sind Baileys Lava Cakes, die hatte ich schon mal richtig lecker. Augenpads, Hühnerwurst. Ein Feta, jetzt ist die andere Tüte auch leer. Ich habe bezahlt 124 Euro, das geht total. Für die Menge, jetzt kommt hier nämlich noch Obst und Gemüse. Ich habe noch so ein Basilikum gekauft. Ich habe ja einen Blumenkasten in der anderen Küche gehabt und da war eine Limonadenpflanze und eine Erdbeerminze drin. Die Limonadenpflanze ist so geschossen, dass ich die wegmachen musste. Die war so riesig und ist dann irgendwie vertrocknet, weil die ist, weiß ich nicht, also die ist ungesund gewachsen und da ist jetzt nur die Erdbeerminze drin und da packe ich jetzt den hier daneben. Ich habe zwar neulich einen Artikel gelesen von wegen, ja, warum diese Topf-Supermarktkräuter da immer nicht leben, aber wie man es trotzdem hinkriegt, da gibt es so 1, 2, 3 Tipps, wie die zumindest länger als eine Woche leben. Daran möchte ich mich mal versuchen, auch wenn ich absolut nicht mit Pflanzen umgehen kann. Der Beweis dafür steht hier. Einmal Suppengemüse, ein Knoblauch, Zwiebeln sind sogar mit umgezogen. Zwiebeln hatten wir noch. Dann habe ich 2 Packungen Tomaten, einmal Kirschen und 2 gelbe Kiwis. Das war's. Ich bin völlig fertig, mir ist super warm. Ich muss jetzt noch schnell, dass sie alles wegräumen. Ja, es sind auch noch die anderen Tomaten. Und dann haben wir es geschafft. Wir müssen aber noch unseren Router abholen. Das habe ich total vergessen jetzt. Müssen wir also nochmal losfahren und dann den Router holen.
An der Stelle möchte ich das Video beenden. Ich sitze hier auf dem Sofa, habe mir eine Steckdosenleiste hingebaut. Richtig cool, das Sofa ist super bequem. Ich weiß gar nicht, ob wir euch schon erzählt hatten, warum wir jetzt ein neues Sofa haben, obwohl wir uns doch gerade erst ein neues gekauft haben. Dieses Sofa hier war schon da. Das hat bei Tim in dem Zimmer, was er bei seinen Eltern hatte, gestanden. Und in die andere Wohnung hat es natürlich nicht reingepasst, weil das ist einfach riesig. Und als wir hierher gezogen sind, beziehungsweise kurz vorher, also als wir dann den Mietvertrag unterschrieben haben, habe ich so zu Tim gesagt, naja, mal sehen, ob dein Sofa da reinpasst. Und er guckt mich so an und hat so völlig erfreut und begeistert, weil er so traurig war, dass es in die andere Wohnung nicht reingepasst hat. Und wir waren uns so unsicher. Ich kann sehr schlecht schätzen, deswegen habe ich gesagt, es dürfte bestimmt gehen, aber wir müssen erstmal messen. Und als dann feststand, dass es passt, da waren wir erstmal super begeistert. Also er war super begeistert, ich war ein bisschen traurig um das schöne neue weiße Sofa. Das kommt aber natürlich nicht weg. Das steht jetzt erstmal wieder in seinem alten Zimmer. Und Moritz baut was aus und da kommt es dann rein, wenn er fertig ist mit Bauen. Also von daher kommt es nicht weg oder so. Es ist ja noch nagelneu. Es ist ein schönes, gutes, bequemes IKEA-Sofa, auf dem auch eine Person schlafen kann. Und wir haben jetzt hier bloß ein Monster-Riesensofa, weil es halt auch schon da war. Und Tim sich so sehr drüber gefreut hat. Und wenn man hier mit mehr Leuten sitzt, ist es schon cooler. Und ich finde es auch schön. Also ich hätte mir es niemals gekauft so, weil es halt einfach, ich hätte es, glaube ich, viel zu teuer gefunden. Ich will gar nicht wissen, was es gekostet hat. Und weil es halt dunkelgrau ist. Aber andererseits haben wir jetzt auch hier die passenden Gardinen dazu gekauft. Also von daher, alles wird gut. Karl findet es auch super toll. Der spielt hier auch jetzt schön drauf. Also, ja. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke mir mal das letzte unten drunter. Und wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, schreibt einen netten Kommentar und ja, dann bis zum nächsten Video.